vor einem der Stau? Schnell der bange Blick in den Rückspiegel. Träumt der Hintermann oder bremst er noch rechtzeitig? Ja, welcher Autofahrer kennt diese Situation nicht? Vor allem Lastwagenfahrer, die bekommen das oft viel zu spät mit, wenn es vor ihnen nicht weitergeht. So geschehen jetzt auf der A45 im Sauerland. Hier Bilder von diesem schweren Unfall. Bei Meinerzhagen prallt ein tonnenschwerer Sattelschlepper mit einer solchen Wucht in ein Stauende, dass insgesamt 4 Lkw ineinander geschoben werden. Wir haben ein Ehepaar getroffen, das einen ähnlich schlimmen Unfall im vergangenen Herbst mit viel, viel Glück überlebt hat. Die A1 bei Köln, September 2014. Ungebremst rast ein Lkw ins Stauende. Der Unfallort, ein Trümmerfeld. 7 Menschen werden verletzt, 2 davon schwer. Ein halbes Jahr später. Die Spuren des Auffahrunfalls sind immer noch sichtbar. Bis heute sucht die Kölner Polizei nach den Ursachen für das schwere Unglück. Auf der rechten Fahrspur hatte sich ein Rückstau gebildet. Die Pkw rollten im Schritttempo. Ein Lkw näherte sich ungebremst. Dann kam halt dieser Unfallverursacher, der Sattelzug, hat offenbar das Stauende nicht gesehen und fuhr dann auf das letzte Fahrzeug erstmal auf. Mit Tempo 80 kracht der 40-Tonner zunächst in einen Kleintransporter. Dann schiebt der Lkw 5 weitere Autos ineinander. Erst ca. 150 Meter nach dem ersten Aufprall kommt der Sattelzug schließlich zum Stehen. Was dafür spricht, dass er überhaupt nicht reagiert hat, selbst nach dem ersten Aufprall. Gebremst wurde er durch die anderen Fahrzeuge, die er vor sich hergeschoben hat. Der tschechische Lkw-Fahrer verweigert bis heute die Aussage, warum er das Stauende nicht gesehen und entsprechend reagiert hat. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Autofahrer haben nur knapp überlebt. Stefanie und Thomas Lipp rollten mit ihrem Auto am Ende des Staus auf der A1. Sie waren auf dem Rückweg von einem Kurzurlaub. Zum ersten Mal sehen sie ein Video der Unfallstelle. Ja, schau. Das ist genau die Stelle, da ist unser Auto. Wahnsinn, das ist ja echt verrückt. Da ist ja nichts mehr von über. Wenn man sich überlegt, dass man da lebt, ausgestiegen ist. Bis heute leiden beide unter den Folgen des Unfalls. Sie waren in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, bis Rettungskräfte sie aus dem Wrack bergen konnten. In der Klinik kämpften Ärzte stundenlang um das Leben von Thomas und Stefanie Lipp. Über den Unfallverursacher urteilen beide sehr sachlich. Er wird es nicht mit Absicht gemacht haben. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, jeder Fernfahrer hat eine gewisse Verantwortung, weil er weiß, was für eine Waffe er hinten dran hat. Da müsste man schon ein bisschen aufmerksamer fahren. Zusammen mit seinem Anwalt bereitet das Ehepaar eine Klage gegen den Fahrer des Sattelschleppers vor. Der Konditormeister und die Personalassistentin sind seit dem Unfall arbeitsunfähig. Ob sie je wieder in ihre Berufe zurückkehren können, weiß niemand. Oft kracht es, weil Lkw-Fahrer abgelenkt sind. Thomas Fialla und Frank Samari von der Autobahnpolizei Köln kontrollieren, ob Lkw-Fahrer am Steuer telefonieren, lesen oder andere Dinge tun. Ja, ich habe 40 Tonnen, die mit über 80 km/h über die Autobahn fahren. Wenn ich da abgelenkt bin und übersehe das Stauende, dann gibt es Tote. Diese Aufmerksamkeitskontrollen sind offenbar dringend nötig. Oh, ich glaube, der niest. Thomas hat er in der Hand gehabt. Ich gehe mal davor. Die Beamten lotsen den Lkw auf einen Rastplatz und stellen den Fahrer Hallo. Zur Rede. Autobahnpolizei, Fialla mein Name, ich hätte gerne mal Führerschein, Fahrzeugschein. Der Spanier fährt Gefahrgut nach Saragossa. Dass er am Steuer liest, obwohl er 23 Tonnen Chemie geladen hat, ist hochriskant, erklärt ihm der Kommissar. Ja, aber hier, lesen, ne? Das geht nicht. Ist zu gefährlich. Ne? Nächster Lkw bremst und dann... Der Spanier sagt, er habe nur auf seinem Tablet-PC geprüft, ob er auf der richtigen Autobahn sei. Verboten sei das ja schließlich nicht. Aber es lenkt ab, es führt zu gefährlichen Situationen. Und das müssen wir den Leuten immer wieder klar machen. Die Ablenkung, das ist der Killer im Lkw. Solche Fahrer zu stoppen, ist heute ihre Aufgabe. Mit einem Blick in den Seitenspiegel des Lkw sieht der Kommissar, was der Fahrer tut. So, schau mal eben rein. Jo, der telefoniert. Das Handyverbot am Steuer gilt selbstverständlich auch für Trucker. Eine einfache Freisprecheinrichtung würde helfen, doch viele halten das Handy immer noch in der Hand. Wer wie dieser Fahrer erwischt wird, muss zahlen. 60 Euro beträgt das Bußgeld, ein Punkt in Flensburg kommt dazu. Andere Tätigkeiten dagegen sind nicht verboten, obwohl auch sie ablenken. Zum Beispiel das Hantieren mit einem Navigationsgerät.
So ein Verhalten ist natürlich sehr gefährlich, weil der Fahrer ist total abgelenkt vom Straßenverkehr und kann auf plötzliche Situationen, die eintreten können, ja, Stauende, bremsende Verkehre, gar nicht mehr reagieren. Das ist gar nicht mehr möglich. Ein mühsames Geschäft. Die Autobahnpolizei ist täglich unterwegs, um Lkw-Fahrer auf die Gefahren durch Ablenkung aufmerksam zu machen. Der ADAC hat in einem Crashtest einen typischen Stauendeunfall simuliert. Mit 70 km/h rammt ein Transporter zwei Pkw, die hinter einem Lkw stehen. Überlebenschancen gleich null. Ja, wir sehen unterm Strich, dass für die Pkw-Insassen überhaupt kein Überlebensraum übrig bleibt. Die werden also zusammengeschoben wie Papierschachteln. Der Gesetzgeber hat reagiert. Ab November 2015 dürfen neue Lkw nur noch mit Notbremssystemen zugelassen werden. Diese Bremssysteme erkennen Hindernisse automatisch und stoppen das Fahrzeug. Der ADAC rät Autofahrern, am Stauende nie nur nach vorne sehen. Da wirklich aufmerksam den rückwärtigen Verkehr beobachten und im Zweifel auch wirklich die Entscheidung treffen, da wegzufahren. Ein Ausweichen über die Standspur kann Leben retten, wenn das Stauende wieder einmal übersehen wurde.